Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hirschhausen zu Haus. Ich glaube, es ist schon Nummer 4. Verrückte Zeiten. Hölderlin hat vor 250 Jahren geboren, mal gesagt, dort wo Gefahr ist, wächst das Retten auch. Und so hoffe ich auch mit dieser Folge euch ein paar ungewöhnliche Perspektiven zu bieten. Immer mit den drei Kategorien. Wo sind meine Kategorienschilder? Status Quo. Helden der Krise und unter Quarantäne Kopf hoch. Die Krise ist einmalig. Sowas hat bisher noch keiner von uns erlebt. Und bei der letzten spanischen Grippe war wahrscheinlich keiner mehr von euch dabei, oder? Nee. Aber prämieren heißt auch improvisieren lernen. Und gestern durfte ich das allererste Mal bei einem Insta-Live-Chat, heißt das glaube ich, dabei sein mit Dunja Hayali. Und ich war ein bisschen beruhigt, dass auch sie anfangs etwas Schwierigkeiten hatte mit der Technik. Aber dann lief's. Schaut mal. Und da ist ein Mann, auf den ich mich sehr freue. Guten Abend, Eckart von Hirschhausen. Hi, ich kann dich sehen und hören. Du auch? Ja, Gott sei Dank. Wunderwelt der Technik. Na, ein Tipp, ich mache ja schon lange Kabarett. Eine uralte Nummer von mir war immer, dass man Menschen, die zu Depressionen neigen, auf alle Fälle einen Hund verschreiben sollte. Warum? Du wirst das selber sofort nachvollziehen. Ein Hund gibt dir Struktur am Tag. Also das, was, da ist er. Ja. Viele haben ja dann auch, gerade wenn man down ist, den ganzen Tag wie so einen großen Berg unbewältigbarer Probleme vor sich. Und ein Hund ist ein sehr guter Verhaltenstherapeut, der sagt, du gehst jetzt um den Block oder ich pack dir den Teppich voll. Und das ist besser, als wenn man sich da selber motivieren will. Wen das ganze Gespräch interessiert, haben wir es unten verlinkt. Danke für alle eure Zuschriften. Nochmal, die Mail heißt hirschhausenzuhaus@posteo.de. Manche schreiben auch an mein Management, manche schreiben auch über meine Homepage. Deswegen für diesen Podcast einfach hirschhausenzuhaus@posteo.de verwenden, dann sortiert sich das besser. Ihr habt mir geschrieben, jetzt brauche ich mal wieder meine schlaue Brille, und zwar gab es da tolle Ideen für Lieder, es gab den Wunsch, dass man auch an die Reinigungskräfte im Krankenhaus denkt und in den Supermärkten, dass die genauso wichtig sind. Klar, danke für eure Arbeit auch an dieser Stelle. Dann gab es, Monika aus Duisburg findet es eine gute Gelegenheit, auf Impfgegner aufmerksam zu machen. Das stimmt, weil ausgerechnet jetzt ist einem klar, wie wertvoll Impfungen sind. Und gerade wenn wir händeringend auf einen Impfstoff für Corona, Covid-19 genauer gesagt, warten, dann kann man ja auch dran denken, alle, die gegen Pneumokokken, alle gegen Influenza-Geimpften, die werden schon mal nicht ganz so schwer krank, weil nicht zwei Sachen gleichzeitig passieren können und weil sie praktisch nicht auf den Stationen jetzt Betten belegen, die man vielleicht in wenigen Wochen viel dringender braucht. Ich bin übrigens Influenza geimpft und nicht, weil ich zur klassischen Risikogruppe gehöre, aber als jemand, der ideell zumindest in den Gesundheitsberufen verhaftet ist und auch sehr, sehr viel Kontakte hat, dann finde ich das verantwortlich. Was hatten wir noch? Kira Bangert hat mir geschrieben und sie sagte, Eckart, dein Podcast macht mir Mut und hat mir geholfen. Sie berichtet über das Lumpenpack, die ein Quarantänekonzert gespielt haben. Um Technik und Co. zu bezahlen, baten sie um Spenden und sie brauchten ungefähr 10.000 Euro und zack, hatten sie 140.000 Euro zusammen, weil so viele die Idee toll fanden und damit unterstützen jetzt andere Künstler. Ich finde, da sollten wir mal unbedingt reinschauen. Ich finde die echt lustig, die beiden. Wir sind zwei, was man uns schwer kennt. Allein zu nichts nütze, zwei damit Band. Wir sind zwei und beide jung und agil. Der eine hat einen großen Mund, der andere redet zu viel. Meine Damen und Herren an den Empfangsgeräten, all die Menschen dazwischen, ich bitte euch zu Hause in euren Wohnzimmern und im Live-Chat. Helden der Krise. Christian Drosten hat in seinem Podcast darauf hingewiesen, wie geht man eigentlich mit Atemmasken richtig um? Zum einen ist es ganz wichtig, dass die Leute, die nicht zwingend eine brauchen, die den Leuten überlassen, die in den Gesundheitsberufen händeringend auf Nachschub warten. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch aus anderen Dingen sich Atemmasken basteln kann. Und meine beiden Heldinnen der Krise sind heute Charlotte Roach und Lena Meyer-Landrut
weil die echt den Vogel mal wieder abschießen. Und ein Tipp, den ich auch gehört habe, Kaffeefilter sind auch geeignet, weil die so feinporig sind. Und meine liebe Frau hat mir daraus schon einen persönlichen Mundschutz gebastelt. Was ist denn die Idee des Mundschutzes? Da gibt es viele Missverständnisse. Denn traditionell denken wir bei jemandem, der einen Mundschutz trägt, der ist irgendwie für andere gefährlich. Das war früher ein Grund, warum viele keinen Mundschutz getragen haben, obwohl sie davon profitieren konnten. Ich zeige euch mal ein Foto von jemandem, den habe ich auf einer Messe getroffen und der hat sich bei mir bedankt, weil er nämlich lungentransplantiert ist. Und ich glaube, das Sprechen mit dem Ding ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Der hat sich bedankt, weil ich mich für Organspende eingesetzt habe und die Transplantierten, die dann auch Medikamente nehmen, die das Immunsystem runterfahren, müssen natürlich besonders aufpassen, dass sich keine Keime einfangen. Das heißt, wenn die einen Mundschutz tragen, ist das maßgeblich dafür da, dass keine Keime von außen nach innen kommen. In Deutschland ist das ungewöhnlich und da denkt man erstmal, bleib mir weg. Was aber viel wichtiger heute ist, wenn wir rausgehen, sollen wir nicht so viel, aber na klar gibt es Situationen, wo man rausgehen muss, dass wir dann einen Mundschutz tragen. Warum? Weil wir ja nicht wissen, ob wir selber längst Corona haben und längst weitergeben, auch wenn wir uns gar nicht krank fühlen. Das kann ja gut sein. Und deswegen ist der Mundschutz ein Zeichen, dass man sich darüber bewusst ist und dass man zumindest die Tröpfcheninfektion verhindern kann damit. Also eine sinnvolle Sache und auch hier wieder der Kreativität freien Lauf. Nur die gehäkelten Dinger, ich glaube, die sind nicht so richtig virendicht. Kopf hoch unter Quarantäne, das ist auch eins der Themen heute Abend in der NDR Talkshow. Wie geht das denn, wenn Hirschhausen zu Hause ist und gleichzeitig die NDR Talkshow ja heute aus Hannover käme mit meiner geschätzten ehemaligen Kollegin Bettina Tietjen und Jörg Pilawa? Und jetzt verrate ich euch mal was. So sah das heute auf, bei der Aufzeichnung aus. Könnt ihr sehen? Ich zeige es nochmal im Vollbild. Da hatten wir so eine ganz moderne Software, dass man so verschiedene Gesichter in den Wohnzimmern nebeneinander schneiden konnte. Und wie das dann heute Abend aussieht, keine Ahnung. Es war eine total spannende Runde. Mit dabei war Andrea Petkovic, die Tennisspielerin, die jetzt einen virtuellen Buchclub macht, weil sie plötzlich auch zu Hause ist. Die hat darüber geredet, warum es sinnvoll ist, dass man auch Olympia verschiebt und dass wir auch an die Leute denken müssen im Sport, die plötzlich sozusagen nicht mehr trainieren können. Dann war dabei Gerhard Bosselmann aus Hannover, ein Bäcker, der hat ein total emotionales Video gemacht, was plötzlich viral ging, weil er einfach sagte, wie schwer das ist für Handwerk, die ganzen Arbeitsplätze aufrechtzuerhalten. Und er hat eine tolle Geste gemacht, nämlich er hat auch gesagt, alle in den Gesundheitsberufen brauchen jetzt Unterstützung und die dürfen sich bei ihm auch kostenlos seine Backwaren holen. Und wir gucken einfach mal rein, das war echt ein viraler Hit, zu Recht. Und Sie als unsere Kunden können uns helfen und in schlechten Zeiten zu uns halten, wie wir das auch tun. Ich möchte mich bei meiner Belegschaft bedanken, die wundervoll ist. Bitte gehen Sie zu Ihrem Bäcker. Ob er Göing, Raute, Rebeschke heißt, es ist völlig egal. Mehr dazu heute Abend dann um 22.45 Uhr im Ersten. Ich wollte gerade sagen, hier im Ersten. Das ist ja alles YouTube, Insta und Facebook. Aber es gibt ja nach wie vor lineares Fernsehen, aber auch mit digitalen Varianten, möchte ich sagen. Und wenn ihr weiter Ideen, Kommentare oder Fragen habt, dann her damit an hirschhausenzuhaus@posteo.de. Und weil ich gerade mit Jörg Pilawa sozusagen im NDR Talkshow-Chat war, musste ich natürlich an eine Szene denken, wo es beim letzten Hirschhausen-Quiz des Menschen, das wird nicht das letzte gewesen sein, aber wir brauchen eine kleine Pause. Wir haben dort ein Spiel gemacht, wo die sich mit Artikeln beschäftigen mussten, die für Fernbeziehungen geeignet sind. Und als hätten wir es geahnt, plötzlich sind diese Artikel hoch im Kurs. Und damit möchte ich euch für heute verabschieden. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen geht es dann um das Thema Fake News und wie man gute wissenschaftliche Quellen unterscheidet von dem Bullshit. Aber ein bisschen Spaß muss sein. Und was Jörg da wirklich ungelogen spontan hingelegt hat, das ist eine kleine tröstende Sequenz am Ende vom heutigen Hirschhausen zu Haus.
Und alle, die keinen gerade zum Kuscheln haben, ich glaube, Jörg hat seine Zukunft schon mal sicher. Ihr Partner ist weit weg. Sie haben Sehnsucht. Was tun Sie? Sie nehmen Ihr Partnerpille. Was leicht anfängt, kann sich auch durchaus weiter fortarbeiten. Rufen Sie jetzt an. Partnerpillow. Ab sofort für Sie.